Ach, nö. Wir schieben heute eine Runde und ihr seid dabei. Bleibt dran. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier, Leute. Bevor das aber losgeht, habe ich noch eine kleine, ja, ich nenne es mal Umfrage an euch. Und zwar bin ich selber noch nicht so ganz so zufrieden mit dem Schnittstil von meinen Videos und möchte mich da so ein bisschen ausprobieren. Jetzt ist die Frage an euch. Gefällt es euch so, wie es jetzt ist, also weniger Schnitte, bisschen ausführlicher erklärt? Oder habt ihr das lieber, wenn ich hier ein bisschen mehr Pep reinbringe, also deutlich mehr, ja, ich nenne es jetzt mal Schnitte, dass mehr Abwechslung im Bild hat, mehr Dynamik im Bild hat, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Inhalt hier reinpacken kann. Es ist dann halt nicht so ganz so ausführlich. Also schon noch ausführlich, aber nicht so im Detail, wie es jetzt ist. Ich will mir wie folgt mitteilen, und zwar auch für die Leute, die nicht so gerne Kommentare schreiben. Na, ihr seid nicht alleine, ich bin auch nicht so der Kommentareschreiber. Aber es wird mir schon helfen, indem ihr das so macht. Wenn euch das Video oder die Videoart, wie es jetzt gemacht ist, gefällt, dann schreibt ihr einfach mal eine 1 in die Kommentare rein, so, dass es so bleiben soll, wie es jetzt ist. Oder wenn ihr sagt, ja, Lennart, probier mal was Neues aus, wir gucken uns das mal an, vielleicht gefällt uns das, dann könnt ihr mir gerne eine 2 reinschreiben. Natürlich können wir das auch so machen, dass ihr mir einfach ein ausführliches Kommentar schreibt, was ihr gut findet, was ihr vielleicht nicht gut findet und was ihr für Vorschläge habt. Damit wäre mir sehr geholfen, wirklich. Und bedanke mich recht herzlich für eure Anteilnahme und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Ja, heute Morgen sind wir im Auftrag der Gemeinde unterwegs. Und zwar ist das hier einmal, kannst du vielleicht ein bisschen sehen. Wir sind hier in den, ja, Feldwegen, Einbahnstraßen der Gemeinde unterwegs. Und es geht hier quasi um die Wegrandpflege. Und zwar beim Wegrand, das Bankett, das erhebt sich ja immer ein bisschen, weil sich da dann doch ein bisschen, ja, Laub und Dreck, was vom Weg runtergefahren ist, dann aufsammelt, sodass dann, wenn wir Niederschläge haben oder stärkere Niederschläge haben, das Wasser von den Wegen nicht mehr runter kann. Das Wasser bleibt auf den Wegen und dann werden die Wege matschig und dann fährt man die Wege kaputt. Das ist nicht Sinn und Ziel der Sache. Und jetzt muss ich einmal zum Vollmachen ran. So, jetzt haben wir mal die Möglichkeit vorbeizufahren. So geht das hier. Und so machen wir das jetzt hier eigentlich die ganze Woche. Also 3 Tage sind hier so, 3 Tage sind angesetzt, um einmal die ganzen Wege hier in der Gemeinde ein bisschen schier zu machen. Anschließend soll dann nochmal ein anderer Lohnunternehmer kommen mit so einer speziellen, ja, Wegebaumaschine, die das alles nochmal schön glatt zieht, mit ein bisschen Kies dazu, und dann geht gegen Ende nochmal ein Grat darüber und dann ja, sind die Feldwege wieder richtig schick. Und das geht eigentlich ganz gut, also mit der Schaufel auch, also wir kommen ja richtig gut voran. Und ja, es ist entspannte Arbeit, ganz, ganz entspannte Arbeit tatsächlich. Ja, der Lohnunternehmer hat dafür natürlich einen schönen Muldenkipper, um das wegzufahren. Ich habe hier einen schönen 8-Tonner dafür. Einmal nur von hinten beladen. Ich habe aber die Befürchtung, dass es ein bisschen zu viel Last ist auf dem Hydraulikzylinder. Der liegt ja eher ein bisschen mittig. Dass uns hier, nicht, dass wir uns hier einen Anhänger noch zu Bruch fahren. Wäre ja nicht Sinn der Sache, ne? Gucken wir uns mal an. Ich muss hier natürlich immer schön die Klappen aufmachen. Und ihr könnt das hier, könnt das euch hier angucken aus der Kabine. Ich erzähle hier ein bisschen. Mikro soll ja eigentlich gehen mit Empfang. Machen wir einmal die Klappen auf. Fangen hier erstmal mit der unteren Partie an. Dann kommt die Mittelpartie. Jetzt fragen sich natürlich einige Leute, du, sag mal, Lennart, warum stellst du deinen 8-Tonner nicht nach hinten kippen auf? Macht das nicht mehr Sinn? Da sage ich, tendenziell ja, aber unser 8-Tonner ist noch von 2 Drahtseilen gehalten, also der Hydraulikzylinder. Und da ist ein Drahtseil schon kaputt. Ja, so ein Drahtseil zu erneuern ist jetzt nicht so das Hexenwerk, aber man vergisst es dann auch immer, ne? Gut. Oh Gott. Es ging.
Sieht aber schon ein bisschen kriminell aus, muss ich sagen. Er braucht ein bisschen, er ist schon ein bisschen älter. Er kriegt zwar noch einen hoch, aber wenn er wieder runtergehen soll, du... Mann, das möchte ich in dem Alter auch noch so können. Und? Oh, Kette zwischen. Wo stuckt das hier denn? Also ich sag mal so, Leute, auch wenn ich den ganzen Tag nur auf dem Trecker sitze, mit dem ganzen Auf- und Abgehüpfe, Klappen zugemache und aufgemache, bleibt man schon gut in Form. So, das ist das zweite Gespann, was hier mitfährt. Ein schöner 820, Fliegelmulde, ich glaube 18 Tonnen oder so kriegst du darauf. Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Kipper. So einen hätte ich auch noch gerne. Wenn man dann das nötige Spielgeld dazu hat, ne? Jo, so einen Vorarbeiter haben wir auch noch mitlaufen. Ach Mensch, ist doch schön. Da vorne haben wir unseren 140R. Das ist so eine Spezialschaufel, die zeige ich euch gleich nochmal. Die hat quasi so eine Art Flugschar an der Seite, was dann den überschüssigen Boden, das hängt auch ein bisschen tiefer als die Schaufel. Also hier ist so diese Schneideschaufel, die Kante von der Schneideschaufel, da hängt so dieses Schar. Und er drückt dann diese ganze Erde vom Rand quasi, kann man hier ein bisschen sehen, in die Schaufel rein. Und da braucht man keine Angst haben, dass man mit der Schaufel selber so doll hängen bleibt. Aber bei Baumwurzeln kann das doch schon mal ganz gut krachen. Ja, das machen wir mit unserem 140er, 1000 Kilo noch im Heck und dann läuft das schon. Was auch immer ganz wichtig ist, Leute, solltet ihr nicht vernachlässigen, fleißig trinken. Ja? Das ist kein Kaffee, das ist Tee. Lecker. Ich habe so ein bisschen dicken Hals. Da bietet es sich das an, dann doch lieber einen Tee zu trinken. Und in der Hoffnung, dass das besser wird. Weil krank sein ist scheiße, Mann. Krank sein ist scheiße. Was für einen Tee sollte man nicht trinken? TNT. Entschuldigung dafür an dieser Stelle. Ach, den Uhu, den kann ich nicht, Alter. Na. Ach, nö. Kinder, sie wollen mich doch verarschen. Ja, super. Überbogen. Oh, scheiße, Mann. Das hat jetzt original 3 Touren gedauert, bis hier was Schrott geht. Wenn das so weitergeht, kotze ich heute noch im Strahl. Ich kann euch mal so einen kleinen Tipp bzw. eine Empfehlung aussprechen darf. Das ist die hier. Der Podcast vom Landwirtin-MV und Twitch Farming. Das ist jetzt kein Podcast, der sich wirklich 24/7 um Landwirtschaft dreht. Also die Jungs quasseln auch so einfach mal dummes Zeug. So als Landwirt selber willst du nicht immer nur Landwirtschaft hören. Und also das kann man sich wirklich sehr gut anhören, kann ich euch wärmstens empfehlen. Und macht da gerne kostenlose Werbung für, weil ich bin ein großer Fan von dem Podcast tatsächlich. Also das machen die Jungs richtig gut. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Ohrwurm habt? Aber es ist jetzt hier nicht irgendwie ein guter Song. Und so der letzte Schmutz, also ohne Witz. Vorher waren es hier diese beiden Doodle Brothers, die mir da im Kopf rumgeschwirrt sind. Und jetzt ist es dieses Bing, Bing, Bong. Furchtbar. Wirklich. Furchtbar. Oh, das war Knapperino, würde ich mal behaupten. Oh Gott, das kann auch lustig werden, ey. So ein Mist bleibt dann im Kopf hängen, ne? Aber wie ich Wurzelberechnungen in Mathe mache, das dann wiederum nicht. Keine Ahnung. Ich war sowieso nie so das riesige Mathe-Ass, muss ich sagen. Aber dafür war ich gut in Sprachen. Ach, der ist schon wieder. Oh. Geht gleich weiter. Hola, ¿qué tal, Alter? Das Spanisch-Ass. Ich sag euch das. Also gut, Spanisch-Ass kann man jetzt auch nicht so sagen.
Ich glaube, in der 8. Klasse bin ich aus dem Spanischkurs rausgeflogen mit einer schönen 5. Ja. Aber hey, Englisch und Deutsch ist so ganz, ganz gut so. Ja, das, was ihr in der Ferne da jetzt seht, das ist unsere gesamte Ausbeute. Für heute jedenfalls. Jetzt machen wir erstmal Tiere füttern und Kontrollgänge am Nachmittag. Und ja, dann wollen wir noch ein bisschen Tiere sortieren, weil ein paar verlassen uns noch, also von unseren Mädels diese Woche. Also ist das, was ich euch jetzt hier zeige, schon mal wieder ein bisschen abwechslungsreicheres Programm. Wobei ich dann hoffe, dass sie dann irgendwann gegen nächste Woche auch mal so langsam mit der mineralischen Düngung anfangen können. Also mit dem Düngerstreuen. Es ist so gerade Vegetationsbeginn. Wir sind hier so um 10 Grad, wo wir rumdümpeln. Aber es kann ja auch immer noch mal wieder kalt werden. Ich habe jetzt den Langzeitwetterbericht noch nicht geguckt. Aber meistens hat sich das immer so wieder bestätigt, dass gegen Anfang Mitte März nochmal ordentlich kalt wurde und dann hast du meist schon erst den Dünger geschmissen und dann, ich sehe zu, dass ich meinen Stall in Arsch schwinge. Mein Stall in Arsch schwinge, genau. Da musst du aber einen ziemlich großen Arsch haben, Bro. Ich meine, dass ich meinen Arsch in den Stall schwinge. So. Und damit einen schönen guten Morgen. Ja, wir sind ein bisschen am Holz machen. Beziehungsweise Holz machen kannst du auch nicht sagen. Wir machen hier, ja, Feldrandpflege. Muss mir hier nur nebenbei mit meinem Mitarbeiter so über Handzeichen verständigen. Weil es gar nicht so leicht ist, hier nebenbei zu filmen und zu machen. Muss auch immer aufpassen. Er sitzt ja auch hier im Korb drin, dass er mir ja nicht rausplumpst. Ah, deswegen nicht wundern, wenn ich so wenig abwesend wirke. Ah, einmal ein bisschen hoch. Und stopp, sagt er. Gut. Kommt dann der nächste Ast ab. Also diese Woche hatte ich euch echt nicht die Möglichkeit, euch so viel mitzunehmen oder so viel zu filmen, weil ich diese Woche viel Termine hatte, also Beratungstermine, holt man sich ja immer noch mal so eine Einschätzung von Fachmännern. Einmal Beratungszwecks nochmal Bullenmast. Ach, wie sehe ich denn aus, Alter? So, jetzt sehe ich nicht mehr ganz so wild auf dem Kopf aus. Das war ja vorhin eine Katastrophe. Ja, ich hatte halt nicht die Möglichkeit, euch so viel mitzunehmen, weil ich Beratungstermine hatte. Einmal zwecks Bullenmast. So, und andererseits einmal Grünlandberatung. Zusammen mit unserem, ja, Pflanzenschutzberater und einem von der DSV. Und die ganzen Termine haben einfach nur dazu gedient, weiter Prozesse auf dem Betrieb zu optimieren. Ne? Wir wollen wirklich in jedem Bereich ist auch immer Verbesserungspotenzial da. So, und manchmal ist man halt auch so ein bisschen betriebsblind, nennt man das, glaube ich. Und dann brauchen wir einfach mal andere Leute, um verstecktes Potenzial nochmal aufdecken zu können. Das hatten wir halt noch und Webinare noch und Gottes Willen, eigentlich gefühlt habe ich die Hälfte der Woche nur mit Plappern verbracht, aber nicht wirklich was auf den Flächen getan. Ja, und das ändert sich heute mal. Wir haben gestern am Hof schon wieder ein bisschen Holz gemacht. Heute machen wir hier so ein bisschen das Feldränder ausessen. Nö, oder? Nicht wundern, ich muss hier nebenbei mit ihm. Ja. Mit ihm hier nebenbei so ein bisschen kommunizieren. Ach, ich glaube, das sieht so affig aus, ey. Ich wollte mit Zeichensprache anfangen, ja. Schon ganz paar Meter weitergekommen. Also befinden uns jetzt an der Zielgerade, kann man auch nicht sagen, aber das, was wir uns erstmal vorgenommen haben, weil man merkt jetzt so langsam, der Frost wird doch langsam weniger. Und das Problem ist halt, hier ist halt viel
schwerer Lehm, aber auch andere moorige Stellen. Also das ist noch wirklich sehr, sehr nass auf dem Acker. Ich merke auch langsam, wie mein Hals weich wird, weil jetzt geht's gerade noch. Jetzt sind wir auf so einer Arbeitshöhe, da kann ich ihn dann gut sehen und das gut einschätzen. Aber dann vorne noch viele Eichen, die sehr, sehr tief hängende Äste schon haben, wo wir natürlich sehr, sehr hoch ran mussten. Und oh, da habe ich echt, also ohne Panoramadach, es ist echt ein Krampf für den Hals hier so zu gucken. Und dann war das vorne noch gegen die Sonne, also mein lieber Herr Gesangsverein. So sieht es auf dem Acker aus, also hier geht es jetzt noch. Da ist noch schön gefroren, da hinten ist wirklich Badesee. Aber ich glaube, das kann man nicht mehr erkennen, da sind wir schon ein wenig zu weit weg von. Ja, können wir auch bald aufhören, denke ich, weil dann ist einfach kein Frost mehr da und dann fahren wir hier nur noch was kaputt und das ist irgendwie auch kontraproduktiv. So, und das meine ich, das ist jetzt so meine Perspektive, wie ich hier dann gucken muss. So geht's noch, so ist noch nicht ganz so schlimm, aber es geht auch schlimmer. Es geht auch schlimmer. Kamera gucken und gleichzeitig Trecker fahren, das ist dann schön. Multitasking man doch ein bisschen zu viel. Also, ja, man muss vielleicht ein bisschen übernommen. Seht ihr mich jetzt noch zu später Stunde in meinem dunklen Büro? Ich habe natürlich vergessen, irgendwie so ein Outro zu filmen. Ja, jetzt ist mir gerade beim Videoschneiden aufgefallen, oh, da fehlt ja was. Irgendwie so ohne Verabschiedung ist so ein Video ja auch gar nicht mal so geil. Und das mache ich jetzt noch einmal schnell für euch. Und brauche auch eigentlich nichts weiter zum Video zu sagen. Ne? Also, ansonsten sind noch Drohnenaufnahmen am Ende vom Video. Die dürft ihr euch gerne anschauen. Dann war es das jetzt auch schon. Ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo da lasst, ne? Vielleicht die Glocke aktiviert oder einen Kommentar da lasst. Ne? Das wäre alles sehr, sehr schön. So, genug gelabert jetzt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, hau rein.